Das Böse grünt wie der Lorbeerbaum, wenn das Gute schweigt. Verbrecher gingen straffrei aus. Warum verschwendet ihr damit Zeit? Ich bin ja morgen doch wieder frei. Beamte wurden bestochen. Es wird gemunkelt, dass Freisprüche für Geld zu haben sind. Zeugen wurden eingeschüchtert. Das FBI war machtlos. Man sagt, dass die Untersuchung eingestellt werden soll. Aber eine Frau hatte die Courage, sich dagegen zu stellen. Sie sind für ihre Quertreibereien bekannt. Das ist doch nicht wahr! Larkin Bibbs Totschlag. Weihnachtsamnestie? Clayton Dawson zum Tode verurteilt, ihn lebenslänglich abgeändert. Wir werden schnellstens ein Hearing ansetzen, denn sein Vater war ein großes Tier. Er hat mir gesagt, dass das Gnadengesuch mit Sicherheit genehmigt wird, wenn er 20.000 Dollar von mir kriegt. Das ist Erpressung! Bis jetzt hat noch kein Pfennig den Besitzer gewechselt. Damit kommen Sie diesmal nicht durch. Wer hat das ins Rollen gebracht? Wer wohl? Natürlich Marie. Ich rede von deiner großen Klappe! An deiner Stelle würde ich mir lieber ein paar Gedanken über die Zukunft machen. Ich gebe nicht so einfach auf. Glaubst du, dass wir in Gefahr sind, Fred? Marie, die werden dir alles Mögliche anzuhängen versuchen. Jemand muss doch mal damit aufräumen, Fred. Im Jahre 1978 wurde im Bundesstaat Tennessee das gesamte Strafjustizsystem vor die Vertrauensfrage gestellt. Ein mächtiger Regierungsapparat gegen eine einzige Frau, gegen Marie. Sissy Spacek in der Rolle der Marie, in einem packenden Film, der auf einer wahren Geschichte beruht.